Hallo zusammen, heute geht es um die großen Fehler, die Busausbauer machen bei Kühlschränken. Zu mir, ich mache seit 50 Jahren mit Kühlschränken und seit 30 Jahren, 40 Jahren mache ich das beruflich. Aber wir haben in den, ich sag mal 2021, einen riesen Boom erlebt, dass Busse ausgebaut wurden, es kamen sehr viele neue Hersteller auf den Markt, die Busse ausbauen und ein riesen Vanlife-Boom ist losgebrochen und die haben sich dann auch einen Kühlschrank angelegt. Und ich habe, wenn ich jetzt sage, täglich Probleme mit Kühlschränken, die nicht funktionieren, oder wenigstens 3, 4, 5 Mal in der Woche, auch per Mail eine Anfrage oder Leute, die einfach bei uns vorbeifahren und sagen, ihr Kühlschrank geht nicht. Da haben wir ein zweites Phänomen. Busse, die 2021 ausgebaut wurden. Das Ausbauen ist was, aber die gehen jetzt wieder in die Ferien und die haben die Busse jetzt verkauft und jetzt kommt der neue Besitzer auf uns zu. Was wurde viel gemacht? Man hat einfach so einen Haushaltskühlschrank genommen und in den Bus reingestellt. Weil ein Kompressorkühlschrank 12 Volt von uns, der kostet, ich sag mal, 1000 Euro. Und ich bin doch nicht blöd, ich kaufe beim Mediamarkt so einen Haushaltskühlschrank, der kostet 150 Euro, 150 Schweizer Franken. Und der funktioniert, das ist kein Thema. Wenn ihr den ins Vorzelt stellt, ist das auch okay. Wenn ihr den Bus immer an 230 Volt betreibt, ist das auch okay. Aber dann geht es los, dass dieser Kühlschrank ja auch unterwegs kühlen muss. Oder man steht irgendwo an einem schönen Ort frei und so. Er muss ja über 12 Volt laufen. Nehme ich einen Wechselrichter, kriegt man heute. So ein Haushaltskühlschrank hat einen Kompressor drin, der nicht transportstabil ist. Geht, kein Thema. Und der hat eine Lauf- und eine Startwicklung. Und dieser Kompressor läuft, oder beim Starten braucht er rund 40 Mal mehr Strom als beim Laufen. Tippenschild steht 40 Watt. Mal 40 der Anlaufstrom, dann brauche ich einen 1000 Watt Wechselrichter, um diesen Haushaltskühlschrank zu starten. Also ich kann es nicht mit einem 100 oder 200 Watt Wechselrichter betreiben. Funktioniert, ist kein Thema, weil den Wechselrichter brauche ich sowieso. Nur der Nachteil ist, gegenüber einem 12 Volt Kompressorkühlschrank, er braucht dann doppelt so viel Strom. Das heißt, doppelt so große Batterie, doppelt so viel Solaranlage. Und jetzt kommt der große Fehler, den dann viele machen. Dieser Kühlschrank ist ein freistehendes Gerät. Ich kaufe den, der ist gebaut, um frei hinzustellen. Jetzt packe ich den ein, links ein Holzbrett drauf, rechts ein Holzbrett drauf, oben ein Holzbrett drauf, dann erstickt der Kühlschrank. Also die Abwärme wird hier über diese Seite abgegeben und dann erstickt er. Der braucht dann massiv mehr Strom und noch größere Batterie, noch eine größere Solaranlage oder er kommt dann gar nicht mehr nach beim Kühlen. Jetzt nehme ich einen Kühlschrank, ich mache die Türe zu. Dieser Kühlschrank, das ist ein Solarkühlschrank für stationäre Anwendung bei Alphütten, Schrebergärten und so weiter. Ich kann aber, könnt ihr mein Sortiment anschauen, ich habe Kompressorkühlschränke 12 Volt. Ich verbaue so ein Teil. Und dann kommt das zweite Problem, ich habe zu wenig Strom. Das hat sich jetzt also in den letzten 2 Jahren extrem entwickelt, dass keine Batterie mehr eingesetzt wird, so eine Bleibatterie, die schwer ist, sondern
Man hat auch keine Lithium, also Lithium, ich sage immer Lithium-Batterie, mein aber eigentlich ein Lithium-Eisenphosphat-Batterie, LiFePO4. Diese Batterie ist zu teuer, ich kaufe mir eine Powerbank. Das gibt es heute zig Hersteller, aber die einen Hersteller, die haben dann nicht Lithium-Eisenphosphat-Batterien drin, sondern Lithium-Ionen. Die sind günstiger, leichter, halten nicht so lange, aber da sind es 3 Zellen und die haben Spitze pro Zelle 4 Volt, also heißt gesamthaft 12. Und wenn der Kühlschrank hier oder ein anderer oder eine Kühlbox bei 10,5 Volt ist, schaltet er ab. Und diese Powerbanks mit Lithium-Ionen-Batterien, die keinen stabilisierten 12-Volt-Ausgang haben, schalten dann bei halber Kapazität aus. Aber sie hätten 12 Volt. Aber er schaltet aus und kommt nicht mehr wieder, weil er schaltet aus bei 10,5 Volt und erst wieder ein bei 12 Volt. Man kann das dann noch bei Boxen, kann man es einstellen teilweise, bei den Kühlschränken könnte man das auch einstellen, dass er schon bei 9,6 Volt ausgeht, aber diese Powerbanks bringen die Leistung nicht. Dann hatte ich so Powerbanks, so Powerstationen, da ist dann der Ausgang 80 Watt, 12 Volt, der Kühlschrank hat aber 70 Watt, das müsste ja funktionieren, nur der Anlaufstrom ist 160 VA, also auch Watt. Dann läuft der Kühlschrank oder die Kompressorkühlbox nicht mit diesem Netzgerät. Wir haben auch Powerbanks, die haben eine Grundspannung von 48 Volt, zum Beispiel EcoFlow, und die haben ein Netzgerät innen drin, was aber kein 12 Volt Gleichstrom liefert, sondern 12 Volt pulsierender Gleichstrom. Die schalten also immer wieder ab. Der Kühlschrank braucht aber Gleichstrom und dann läuft er nicht mit diesem Netzgerät, was in den Powerbanks verbaut ist. Also mache ich das Gleiche. Ich lasse dann den übers Netzgerät laufen, also Powerbank in der Powerbank hoch auf 230 Volt, mit dem Netzgerät runter auf 12 oder 24 Volt, wo dieser Kompressor, Kühlschrank oder Kühlbox läuft, aber dann brauche ich wieder doppelt so viel Energie. Ja, das sind die 2 großen Fehler, die mir in den letzten paar Monaten aufgetreten sind. Einfach einen Haushaltskühlschrank verbauen oder solch eine Powerbank, das sieht zwar dann toll aus mit Beleuchtung und so weiter, aber diese Teile sind eigentlich nicht gebaut, um die Kühlschränke effektiv zu betreiben. Und das dritte Problem ist mangelnde Elektrik, zu dünne Kabel drin, zu viele Schalter drin. Das ist dann das Phänomen, wenn das Wohnmobil oder dieser Bus weiterverkauft wird und der neue Besitzer dann mit diesen Problemen kämpft. Also haltet die Augen offen, wenn ihr so einen Kühlschrank seht, so ein Kühlschrank, was der für einen Kompressor drin hat. Wir verbauen ausschließlich Setgop, das ist ehemals Danfoss Kompressoren, die besten Kompressoren für 12 Volt auf dem Weltmarkt. Aber alles andere funktioniert ja auch mit ein bisschen Abstrichen oder ein bisschen mehr. Hier verlinke ich euch noch ein super Video von den Kabeln, wie man es nicht machen sollte. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.